Seid gegrüßt und seid willkommen zu einem kleinen Information- und Update-Video. Heute startet die Closed Open Beta für diejenigen, die vorher vorab bestellt haben. Und in der nächsten Zeit, am 24. März ab 17 Uhr, startet für alle, die Interesse an Diablo 4 haben, wie das Spiel ist, wie es funktioniert. Und hier habe ich dann entsprechend auf meiner Homepage bzw. auf der Homepage von Jorik Aurelius einen kompletten Guide zu Release von Diablo 4, zu Beta von Diablo 4 und alle relevanten Informationen zusammengetragen, aus mehreren Seiten recherchiert und natürlich entsprechend von der offiziellen Seite von Diablo 4 alles herausgesucht. Und hier könnt ihr dann entsprechend sehen im Inhaltsverzeichnis, was alles in diesem Artikel zu sehen, zu lesen und zu erkunden gibt. Ihr klickt dann entsprechend auf das Inhaltsverzeichnis Menü und dann springt ihr beispielsweise, weil ihr jetzt zur Beta den Barbaren spielen wollt, könnt ihr auf alle Klassen klicken und dann springt ihr da rein und dann seht ihr auch direkt schon den Barbaren. Könnt auch ein Video abspielen, so wie die Spielweise entsprechend ist. Kurze Informationen in Textform. Beispielsweise auch zum Druiden, Totenbeschwörer, gibt es natürlich dann auch hier den umfangreichen Cinematic Trailer. Den kann ich total empfehlen, vor allem der ist auf Deutsch und sieht nicht nur gut aus, hört sich auch gut an. Jene mit dem Mut, Sünde auf sich zu laden, um wahrhaft zu verstehen. Jene, in denen Blut und Knochen ein unstillbares Verlangen hervorrufen. Die verbotenen Geheimnisse und schwärzesten Rituale zu entschlüsseln, um dem Tod Leben einzuhauchen. Ja, und dann könnt ihr quasi über die Homepage direkt alle Informationen abgreifen. Seid nicht auf euch alleine gestellt und dann könnt ihr direkt loslegen zur Beta. Und weitere Informationen zur neuen Open World von Diablo 4 gibt es auch. Und über die Coop- und PvP-Funktionen. Und ja, ihr seht es jetzt schon direkt. Wir haben mit Jorik Aurelius und der Community gemeinsam jetzt den Discord-Kanal gestartet. Gaming und Technikzentrale. Und hierzu verlinke ich euch das Einführungsvideo zum Discord, wo entsprechend nochmal alle Informationen rund um den Discord sind. Ihr könnt auch auf der Homepage dies alles nochmal nachlesen. Jetzt haben wir hier gewechselt auf den neuen Artikel Discord-Server Deutsch Gaming und Technikzentrale. Ja, da könnt ihr dann eure Informationen herausziehen, bevor ihr überhaupt joint, ob dieser Server, dieser Discord-Server überhaupt für euch ist. Aber ich gehe davon aus, wenn ihr Diablo 4 Mitspieler suchen wollt, wenn ihr gemeinsam euch untereinander austauschen wollt in Gaming, in Sachen Technik, dann könnt ihr hier auf jeden Fall hineinkommen. Und das Schöne ist, dieser Discord ist nicht nur wegen für Jorik Aurelius, sondern für euch Gamer und von Gamern entsprechend gestaltet und gemacht. Also ihr werdet auch nicht mit Pings oder irgendwas genervt. Gute Übersicht, gute Rollenverteilungen sind auf dem Discord. Und ja, schaut euch das Einführungsvideo an und dann werdet ihr es entsprechend sehen. Apropos Discord, wir haben auch auf unserem Discord nun zum feierlichen Beta-Release eine Giveaway-Aktion. 4 Codes werden verlost zum Beta-Access. Ja, dieser Beta-Access ist dann für Beta 1 und Beta 2 zur Verfügung und ihr müsst dafür nicht extra das Spiel vorbestellen, ihr müsst es nicht kaufen. Ich habe mit den Entwicklern geredet und die haben quasi dem Discord, der Community, diese 4 Codes zur Verfügung gestellt. Alle Informationen zum Giveaway könnt ihr dann hier entsprechend einlesen, wenn ihr hier auf Diablo 4 Giveaway Discord Launch Aktion lesen wollt, weil da sind dann nochmal die Informationen, wie funktioniert es und wie könnt ihr das dann alles erhalten, diesen Beta Key. Und ja, kurz gesagt, ihr müsst einfach ein bisschen aktiv sein im Discord. Es gibt dort eine Art Aktivitätsrollen,
quasi, ihr müsst so ein bisschen 10 bis 20 Nachrichten natürlich nicht spammen, sondern mit der Community mal interagieren, zusammen mal ein bisschen quatschen über neue Spiele. Und dann kriegt ihr vom Bot entsprechend die Knappenrolle, das ist die Stufe 2, und könnt dadurch dann an der Giveaway-Aktion mitmachen. Diese endet dann heute gegen 18 Uhr. Ab 18 Uhr wird dann der vierte Code verlost im Livestream, beziehungsweise während des Livestreams. Wir gehen dann live in die Beta hinein, könnt dann entsprechend auch den Livestream anschauen. Und während dieses Livestreams wird halt nochmal dann quasi der letzte und vierte Code verlost. Also seid dabei, kommt zur Community, findet euch und ja, macht dann auch zusammen Gruppen dann für den Beta-Run, weil es ja auch die Koop-Funktionen gibt. Da gehen wir auch nochmal schnell rein. Also hier, Diablo 4 bietet Koop für bis zu 4 Spieler. Das heißt, ihr seid nicht auf euch alleine gestellt. Auch zum Full Release, zum 6. Juni 2023, könnt ihr dann entsprechend in dem Discord dann Mitspieler suchen, euch austauschen und alles Relevante dort weiterfinden. Und in diesem Sinne aus, so habet Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video, euer Jorik Aurelius.